Herzlich willkommen bei Mathe mit Rick. Wir wollen heute ein lineares Gleichungssystem lösen. Und zwar tun wir das mit dem Additionsverfahren. Viel Spaß! Das Additionsverfahren. Du kannst das Additionsverfahren verwenden, wenn du lineare Gleichungssysteme lösen möchtest. Von den drei klassischen Verfahren, also Einsetzungsverfahren, Gleichsetzungsverfahren und Additionsverfahren, ist das Additionsverfahren aus meiner Sicht das eleganteste. Warum? Weil die Anwendung sehr systematisch erfolgt und weil man das gut trainieren kann. Außerdem kannst du das Additionsverfahren auch anwenden, wenn du zum Beispiel 4 Gleichungen mit 4 Variablen, 5 Gleichungen mit 5 Variablen oder wie viele Variablen auch immer vorliegen hast. Ganz grundsätzlich erstmal. Wenn du ein Gleichungssystem hast mit zum Beispiel 3 Variablen, als allererstes beim Gleichungssystem, wir müssen sauber arbeiten. Na, und wir müssen die Sachen auch vernünftig ordnen. Das bedeutet, am besten schreibst du das Gleichungssystem auch so auf, wie ich das hier schon mal vorgeführt habe, ne, geordnet nach x, y, z auf der einen Seite der Gleichung und die Zahl auf der anderen Seite. Und dann schreibst du die Gleichung alle so untereinander und benennst sie noch brav mit 1, 2 und 3. Darunter kommt ein Strich. Ja? Dann auch am besten sauber arbeiten, damit du nicht die 2 mit dem z verwechselst oder so. Ja, ich mache beim z hier immer so einen Strich in die Mitte, weil ich mir angewöhnt, damit ich es nicht mit der 2 verwechsle. Ja? Vielleicht auch noch ein kleiner Tipp. Gut, beim Additionsverfahren schauen wir uns immer zunächst mal die Vorfaktoren an. Schauen uns die Vorfaktoren an. Hier also beim x haben wir minus 2, 3 und 6. Bei y minus 16, 6 und 14. Und bei z minus 2, 4 und minus 8. Das Additionsverfahren heißt Additionsverfahren, weil wir gleich einzelne Gleichungen aufeinander addieren werden und damit dann hoffentlich eine Variable eliminieren. Ja? Ziel ist es also, die Vorfaktoren der Variablen so zu erzeugen oder so zu verändern, dass die Variablen dabei rausfliegen. Kleines Beispiel, ich habe hier vor dem x eine minus 2 stehen, ja, und vor diesem x hier eine 3. Wenn ich die jetzt aufeinander addiere, habe ich minus 2x plus 3x, habe ich x. Wenn ich jetzt aber hier statt einer 3 eine 2 hätte, dann habe ich minus 2x plus 2x, dann würde hier mit x eliminiert werden. Ja, und das ist sozusagen ein Ziel. Ich möchte entgegengesetzte Vorfaktoren, damit bei Addition die Variable eliminiert wird. Ich zeige dir das jetzt mal, indem ich die z-Variable eliminiere. Du kannst auch x nehmen oder y, aber ich habe jetzt mal Bock auf z. Weil ich sehen kann, die Vorfaktoren sind minus 2, 4 und minus 8. Wenn ich also in der ersten Gleichung vor dem z keine minus 2 hätte, sondern eine 8 und sie dann zur dritten Gleichung dazu addieren würde, dann hätten wir doch plus 8, minus 8 wäre doch 0. Das ist doch toll. Und was muss ich machen, um hier eine 8 zu bekommen? Naja, ich muss mal minus 4 rechnen. Mal minus 4. Ja, dann erzeuge ich hier eine 8. Und 8 minus 8 ist eben genau 0. Das ist mein Ziel. So, jetzt mache ich genau das. Schreibe die erste Gleichung nochmal auf. Erste Gleichung Sternchen mit minus 4 multipliziert. So, jetzt kommt die erste Rechenoperation. Jetzt hier schön konzentrieren. Minus 2x mal minus 4 ist 8x. Minus 16y mal minus 4 ist plus 64y. Minus 2z mal minus 4 ist plus 8z. Deswegen mache ich das, ja. Und minus 1 mal minus 4 ist plus 4. Nochmal überprüfen. Minus 2 mal minus 4 ist minus 8. Passt. Minus 16 mal minus 4 ist plus 64. Passt. Minus 2 mal minus 4 ist 8. Passt. Minus 1 mal minus 4 ist 4. Passt auch. Schön. Gut. Jetzt möchte ich ja die dritte dazu addieren. Schreibe also die dritte auf. Die zweite lasse ich jetzt mal völlig außen vor. Schreibe ich jetzt nicht mehr auf. Habe keine Lust drauf. Schreibe mal auf die dritte 6x plus 14y minus 8z ist gleich 2. Und jetzt können wir sehen, dass bei z entgegengesetzte Vorfaktoren stehen. Nämlich 8 und minus 8. Das ist ja großartig. Und wenn ich jetzt hier diese beiden Gleichungen aufeinander addiere, und das ist der Sinn der Sache, das mache ich immer, danach bin ich auf der Suche, Gegensätze Vorfaktoren, dann würde hier entsprechend also die Z-Variable eliminiert werden. Na, das ist ja großartig. Ja, machen wir das mal. Ist jetzt nicht so schlimm. Wir addieren also 1 Sternchen und 3. So, jetzt habe ich 8x plus 6x sind 14x. Ich addiere jetzt quasi hier jetzt in 8x und 6x habe ich 14x. Ne? Kein Problem. Dann
hier in diesem seichten Orangeton, 64y plus 14y sind 78y. Mhm. Jetzt 8z minus 8z, yay, 8z minus 8z ist nämlich 0, eliminiert, keine z-Variable mehr, das ist ja ganz hervorragend, und 4 plus 2 sind 6. War das bisher passiert? Wir haben uns die erste Gleichung angeschaut, haben sie mit minus 4 multipliziert, haben sie auf die dritte addiert und haben eine Gleichung bekommen, die nur noch von 2 Variablen abhängt. Na, das ist ja großartig. Was wir sehen, wir haben die erste und die dritte Gleichung also verarbeitet. Die zweite, die haben wir noch gar nicht angefasst. Aber auch diese Information aus der zweiten Gleichung, die müssen wir hier auch irgendwie einbringen. Und deswegen müssen wir das Gleiche, was wir gerade gemacht haben, noch einmal mit der zweiten Gleichung machen. Ja, wir müssen also auch aus der zweiten Gleichung z eliminieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist das, wo viele Schülerinnen und Schüler scheitern. Eine Variable isolieren, ja, ist noch einfach, aber dass ich dann das mit der Gleichung mache, die ich nicht berührt habe, das ist hier ein entscheidender Schritt. Ich habe das Gleichungssystem nochmal aufgeschrieben für die Übersichtlichkeit. Und weil das unser Plan ist, wir wollen jetzt die zweite Gleichung verarbeiten. Und zwar so, dass auch hier z-Variablen rausfallen. Schauen wir mal. Wir können zum Beispiel sehen, dass wir hier minus 2z haben und hier plus 4z. Wie müssten wir die erste Gleichung verändern, dass bei Addition die beiden Sets eliminiert werden? Wie müssten wir die erste Gleichung verändern? Naja, in der ersten Gleichung steht eine minus 2 vor dem Z und in der zweiten Gleichung steht eine 4 vor dem Z. Wir wollen, dass vor beiden Sets eine minus 4 steht. Wir könnten zum Beispiel hier mal minus 2 rechnen. Nee, stimmt nicht. Sorry. Mal 2. Warum mal 2? Dann steht hier eine minus 4. Also minus 4z plus 4z ist 0. Genau das wollen wir doch. Ja, machen wir wieder. Wie auch auf der linken Seite verändern wir jetzt die erste Gleichung. Ich mache mal 1 Sternchen, Sternchen. Dann minus 2x mal 2 ist minus 4x. Dann habe ich minus 16y mal 2 sind minus 32y. Dann habe ich minus 4z. Und ich habe minus 1 mal 2 ist minus 2. Okay, jetzt schreibe ich die zweite Gleichung noch auf. Die dritte interessiert mich nicht, die habe ich auf der linken Seite verarbeitet. Deswegen schreibe ich nur die zweite auf, ist 3x plus 6y plus 4z ist gleich 22. Strich drunter, was wir auch hier wieder sehen können, minus 4z plus 4z, geil, geil, geil. Wenn wir jetzt hier nämlich wieder addieren, dann eliminiert sich die z-Variable. Na, das ist ja großartig. So, 4x minus 3x ist minus x, minus 1x, ne? Minus 32y plus 6y ist minus 26y. Minus 4z plus 4z, yes, eliminiert, geil. Fällt raus, weil minus 4z plus 4z ist 0, 0. Nada, niente, rien, ist weg, geil. Und minus 2 plus 22 ist gleich 20. Okay, machen wir einen Strich drunter und gucken uns nochmal das Vorgehen an. Als allererstes haben wir die erste Gleichung minus 4 multipliziert, sie auf die dritte dazu addiert und bekommen eine Gleichung mit zwei Variablen. Dann haben wir die erste Gleichung mit 2 multipliziert, sie auf die zweite addiert und bekommen auch wieder eine Gleichung mit zwei Variablen. Und das ist das wichtige Vorgehen, das musst du dir unbedingt merken, das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben ersten Step, also auf der linken Seite. Dann haben wir zwei Gleichungen so addiert, dass eine Variable rausfliegt. Als nächstes machst du das nochmal mit zwei Gleichungen, aber so, dass die Gleichung eingesetzt wird, die du im ersten Schritt nicht berücksichtigt hast. Und auch so, dass die gleiche Variable dann rausfliegt. Na, also wir haben zuerst 1 und 3 verwendet, haben z rausgekickt und dann haben wir nochmal 1 und 2 verwendet und haben z rausgekickt. Dann haben wir jetzt noch zwei Gleichungen mit zwei Variablen. Jetzt wird es nett. Machen wir mal wieder 1. Haben wir also 14x plus 78y ist gleich 6. Und zweite Gleichung ist, was ist das hier, minus x. Minus 26y ist gleich 20. Na, also einfach diese beiden Gleichungen hier. Einmal hier und einmal die hier. Ja. Neues kleines Gleichungssystem, ganz wunderbar. Wir machen genau wieder das Gleiche. Wir verwenden auch wieder das Additionsverfahren und gucken jetzt wieder scharf hin und gucken uns mal die Vorfaktoren an. Wir haben einmal 14 und minus 1 und wir haben 78 und 26. Gibt es verschiedene Möglichkeiten, hier vorzugehen. Möglichkeit 1, wir gucken uns die Vorfaktoren vom x an und multiplizieren die zweite Gleichung mit 14. Das geht. Wäre Möglichkeit 1. Möglichkeit 2,
Wir gucken uns mal die Vorfaktoren vom y an. Ich habe hier minus 26 und 78. Geht das auch? Ja, geht auch. Muss man aber ein bisschen schärfer hingucken. Ich würde dann hier mal 3 rechnen, mit 3 multiplizieren. Ja? Ne, weil minus 26 mal 3 ist minus 78. Ich entscheide mich jetzt für diese Variante. Warum? Weil ich hier nur mit 3 multiplizieren muss. Ne? Mal 14, dann werden die Zahlen so groß. Da habe ich keine Lust drauf. Deswegen multipliziere ich jetzt hier mit 3. Du kannst aber auch mit 14 multiplizieren. Dann geht das x weg. Wenn du mit 3 multiplizierst, geht y weg. Kannst du dir aussuchen, wie du magst, ja? Mach erstmal einen Strich. So, erste Gleichung. Schreibe ich nochmal auf. 14x plus 78y ist gleich 6. Zweite Gleichung. Minus 3x minus 78y ist gleich 60. Was sehe ich denn hier? Na, das ist ja großartig. Ne? Ich sehe jetzt hier 78y und minus 78y würde sich gleich aufheben. Kann ich jetzt also schon addieren. Ja, ich habe nämlich entgegengesetzte Vorfaktoren. Ja, sobald ich entgegengesetzte Vorfaktoren habe, addieren, geil. Addieren wir mal. 14x minus 3x sind 11x plus 78y minus 78y. Ciao, Kakao. Y ist eliminiert. Übrig bleibt auf der rechten Seite noch 66. Naja, jetzt wird's bequem, denn ich kann jetzt durch 11 teilen, also dividieren. Und dann bekomme ich für x also 66 Elftel, also insgesamt 6 raus. Na, das ist ja toll. Das ist also jetzt mein Wert für x. Markiere ich mal in gelb. Und ab jetzt ist es einfach. Ab jetzt ist es wirklich super, super einfach. Weil sobald man eine Variable ausgerechnet hat, kann man einfach rückwärts einsetzen. Ich setze jetzt in die Gleichung ein, in der eine weitere Variable vorkommt. Zwei Möglichkeiten gibt es. Wo kann ich einsetzen? Naja, ich kann hier einsetzen wieder. Oder hier. Da kommt jeweils noch ein y vor. Ich würde jetzt als nächstes y ausrechnen. Dann machen wir mal, welche Gleichung ist die einfachere? Wo kann man 6 einfacher einsetzen? Links oder rechts? Ja, bei links müsste ich mit 14 multiplizieren, bei rechts nur mit minus 1. Setze ich es doch hier ein. Geil. Dann bekomme ich folgendes Resultat. Ich bekomme dann minus 6. Minus 26y ist gleich 20. Weiß wieder ein bisschen hier lineare Gleichung umformen und so, ne? Ist dann, was ist denn das hier? Plus 6. Ah, vielleicht siehst du es schon. Minus 26y ist gleich 26. Teilen wir locker flockig noch durch. Minus 26. Und dann kommen wir bei y auf minus 1. Gut. Markieren wir mal in Rot. So. X und y setzen wir jetzt in eine Gleichung ein, die eine weitere Variable enthält, nämlich die z-Variable. Die Variable, die wir am Anfang so gnadenlos rausgekickt haben. Wie viele Gleichungen haben wir zur Auswahl? Naja, 3, nämlich die ersten 3 Standardgleichungen des Standardgleichungssystems ganz am Anfang. Und ich wähle mal Gleichung 1. Ich setze mal x hier ein. Dann setze ich mal y hier ein. Und dann ermitteln wir z. Ja. Machen wir mal. Ich mache jetzt hier unten weiter. Das ist geil. So durch so eine mega geile, saubere Rechnung mit so einem mega hässlichen, pinken Neon-Pfeil. Die machen wir schnell wieder weg. Wir machen unten rechts weiter. Minus 2 mal 6 ist minus 12. Ich habe jetzt x eingesetzt quasi, minus 2 mal 6. Dann haben wir minus 16 mal minus 1 ist plus 16. Dann haben wir minus 2z ist gleich minus 1. Addieren wir noch, minus 12 plus 16 sind 4. Minus 2z ist minus 1. Jetzt können wir minus 4 auf beiden Seiten subtrahieren. Dann haben wir minus 2z ist gleich minus 5. Und jetzt teilen wir noch durch minus 2. Durch minus 2 und dann kommen wir auf z ist gleich 5 halbe. Da kannst du noch 0,4 draus machen, wenn du Bock hast, aber 5 halbe kann man hier auch ganz zauberhaft so stehen lassen. Z ist also 5 halbe. Ein bisschen Platz haben wir noch. Ich schreibe mal die Lösungsmenge sauber auf. Lösungsmenge ist gleich, ich schreibe mal so eine geschwungene Klammer, 6. Minus 1 und 5 halbe für xyz. So lösen wir
lineare Gleichungssysteme mit dem Additionsverfahren. Das Additionsverfahren ist also eine sehr elegante Möglichkeit, lineare Gleichungssysteme zu lösen. Step 1, schreibe das Gleichungssystem schön nach Variablen geordnet auf. Das wäre mein erster Step, den ich empfehlen würde. Ist immer wichtig und nützlich, gerade bei linearen Gleichungssystemen. Als nächstes schaust du dir die Vorfaktoren der einzelnen Variablen an. Du schaust dir die Vorfaktoren der einzelnen Variablen an und fragst dich, ob du einzelne Gleichungen so umformen kannst, dass du entgegengesetzte Vorfaktoren erzeugst. Also versuche, entgegengesetzte Vorfaktoren zu erzeugen. Wenn du das hast, kannst du einzelne Gleichungen aufeinander addieren und eine Variable wird eliminiert. Das machst du einmal und dann noch ein zweites Mal, sodass du insgesamt alle drei Gleichungen eingebunden hast. Wenn das der Fall ist, hast du bloß noch zwei Gleichungen mit zwei Variablen. Auch hier gehst du wieder genauso vor. Du suchst nach entgegengesetzten Vorfaktoren und versuchst sie zu erzeugen. Addierst dann diese beiden Gleichungen auch nochmal aufeinander und hast bloß noch eine lineare Gleichung mit einer Variablen. Wenn du diese Variable raus hast, dann wird es einfach, weil dann kannst du einfach dieses Gleichungssystem durch Rückwärtseinsätze lösen. Du setzt die Lösung dann erst in eine Gleichung ein, die bloß noch zwei Variablen hat und diese beiden Variablen setzt du dann ein und diese beiden Lösungen setzt du dann ein in eine Gleichung, die noch drei Variablen hat. So kriegst du alle drei Lösungen raus, wenn das lineare Gleichungssystem lösbar ist. Wenn das Gleichungssystem nicht lösbar ist, wird da irgendwo ein Widerspruch auftauchen. Aber hier haben wir drei zauberhafte Lösungen rausbekommen. Ganz wunderbar. Wenn du in diesem Video etwas gelernt hast, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben geben könntest. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Lass es dir gut gehen. Ciao und tschüss. Dein Rick.